Hallo! So, musikalischer Besuch heute bei uns hier bei Radio Kiepenkerl. Sabrina und die Rollator-Gang sind gerade eingezogen. Sabrina, ihr habt was ganz Besonderes, was Witziges euch ausgedacht für die gute Sache. Ja, wir haben einen Spendenlauf für die Aktion Lichtblicke gemacht. Und zwar mit alten Rollatoren, die ihr, wie man hier sieht, ein bisschen aufgepimpt habt. Mhm. Mit Lametta, mit Lampen, mit Musikbox, mit hier sogar Regenschirm. Kann man den hier ausklappen? Ja. Klappen wir mal aus. Perfekt. Und natürlich auch Hupe. Also alles verkehrssicher. Mhm. Und was habt ihr damit angestellt? Ja, wir haben sozusagen unseren alljährlichen Familienausflug gemacht. Und genau, das wollten wir mit was Schönem verbinden. So ist dann der Spendenlauf für die Aktion Lichtblicke auch entstanden. Ja. Und da haben wir dank sehr vielen Spendern eine große Summe eingenommen. Und jetzt sind ja nur ein paar von euch hier, ihr glaubt, seid so 10 oder 11 insgesamt in der Rollator-Gang. Ja. Und das ist, sind Freunde, Nachbarn, Familie? Familie, also Freunde. Familie. Okay. Und Nachbarn. Und ihr seid ja durch Dülmen, durch Coesfeld gelaufen, sehr auffällig. Wir haben es ja gerade am Anfang gesehen. Was sagen die Leute am Straßenrand? Ja, die waren begeistert. Ja. Also es wird gehupt, es wird gefeiert, uns wird zugerufen. Viele haben uns gefragt, was wir machen und die fanden das wirklich toll. Ja. Also, und jetzt habt ihr uns was mitgebracht, hast du gesagt. Ja. Ah, okay, da gibt es was. Wir haben, wie gesagt, eine große Summe eingenommen. Ein Spendenbetrag von 1.700,10 € und ein Cent. Genau. Und das Ganze für den guten Zweck, für die Radio Kiepenkerl Aktion Lichtblicke. Damit unterstützen wir ja in Not geratene Kinder und Familien hier bei uns in der Region. Und ich finde, 1.710,01 € und ein Cent für die gute Sache ist wirklich eine großartige Leistung. Vielen, vielen Dank an alle in der Rollator-Gang. Ja, das tolle Engagement an diese witzige Idee. Ich finde das ja echt klasse hier. Rollator, ja, alle aufgepimpt. Ja. Großartig. Vielen, vielen Dank im Namen von Radio Kiepenkerl. Gerne, ja, gerne. Danke. Gerne. Danke. Oben auf dem Keller.